Hallöchen, hier ist wieder euer Tag und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Heute machen wir uns mal ran, in unsere Stadt ein Schwimmbad umzubasteln. Ganz Springfield schwitzt und alle regen sich auf, dass in unserer Stadt noch kein Schwimmbad ist. Die Leute wollen sich abkühlen und das wollen wir heute für unsere Springfielder auch in Erfüllung gehen lassen. Und zwar habe ich hier das erste und richtige Schwimmbad von unseren Simpsons gefunden. Naja, was heißt gefunden? Ich hab schon immer gewusst, dass es ist und ich wollte schon immer mal bauen, aber ich hatte noch nicht so richtig Lust. Und jetzt hier bei den ganzen heißen Temperaturen denke ich mir, Mensch, ein Schwimmbad, perfekter Zeitpunkt, das bauen wir heute. Naja, was heißt heute? Wir werden uns das ein bisschen aufteilen in mehrere kleinen Parts. Du siehst wie immer hier auch nur den Vorbau. Also das Original wird sich im Blockmaterial ziemlich verändern. Also das ist dann wie Tag und Nacht, wie das dann aussieht. Aber bevor wir jetzt überhaupt zum Plan gehen, wie wir das Ganze bauen, möchte ich dir noch kurz was zu unserem Schwimmbad erzählen. Und zwar gab es nur in einer einzigen Folge einen Einblick ins Schwimmbad. Und zwar in dieser hier. Kannst du dir gerne angucken. Das kam auch relativ zum Anfang der Folge und der Rest, sag ich mal, was in der Folge geschehen ist. Das hat nicht was unbedingt mit dem Schwimmer zu tun, aber schau da einfach mal rein, wenn es dich interessieren sollte. Ja, aber ansonsten, wie machen wir jetzt das mit unserem Schwimmbad? Zum einen werde ich das aufteilen in drei Parts. Heute in dem Part bauen wir an sich den Eingangsbereich, also dieses Gebäudeteil hier in der Mitte werden wir uns heute basteln. Im zweiten Teil geht es dann ran hier mit diesem riesigen Komplex. Also einmal hier die rechte Seite und die Rückseite werden wir dann basteln im zweiten Part. Und im dritten Part kommt dann die linke Seite dran, also dieser Kasten, der hier sich dran befindet. Den werden wir dann im dritten Teil bauen und ja, dann sollten wir alles auch locker hinkriegen. Außerdem kommen dann noch zwei weitere Bonusteile dazu. Zum einen, ihr seht, ich habe auf unserem Vorbau kein Dach mir gezogen. Das werde ich dann erst machen, wenn, sage ich mal, der untere Teil alles steht. Dann kann ich mir auch ein bisschen vorstellen, wie das oben drauf ist. Da hatte man in den Folgen nicht so einen guten Einblick. Da muss ich mir ein bisschen was zusammen tüfteln, wie man das da oben machen könnte. Vielleicht gucke ich mir auch nochmal echte Schwimmbäder mal an, wie die auf dem Dach so ein bisschen konstruiert sind. Naja, aber jedenfalls ist das jetzt erstmal so mein Plan. Und dann gibt es natürlich noch eine weitere Bonusfolge und die ist dann natürlich die Tour, ne, wenn das Ganze fertig ist. Ich sag mal, zur Folge sah man eigentlich genug, wie es innen drin aussieht. Von daher können wir das eigentlich 1:1 wie in der Folge in Minecraft übernehmen. Ja, aber ich würde sagen, legen wir los, basteln wir unser Schwimmbad. Bevor wir aber gleich beginnen, hier das Schwimmbad hinzubasteln, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr auch vielleicht auf so einen kleinen Abstand zur Straße achten solltet, weil sonst passt das nicht, weil das Gebäude geht ja auch ein bisschen nach vorne, wie ihr seht, schon bei unserem Vorriss. Ja, jedenfalls so etwa 22 Blöcke solltet ihr von der Straße entfernen, also so etwa 22 Blöcke. Ihr könnt natürlich auch mehr Blöcke nach hinten gehen, aber weniger nicht unbedingt, weil sonst sieht das am Ende nicht so schicke aus, weil unser originales Schwimmbad in den Folgen der Simpsons war, sage ich mal, hier vorne an den Ecken, auch nicht komplett ran am Bürgersteig, also hatte immer so einen kleinen Abstand, so eine kleine Grünfläche war dazwischen, also könnte man sich ja lassen. Also wie gesagt, 22 Blöcke, lässt ihr ein bisschen Abstand und dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Wenn ich hier mit gleich mal loslegen, wir müssen doch erstmal die Blöcke uns raussuchen. So, also wir suchen uns erstmal ein bisschen hellblaue Keramik raus, dann würde ich sagen, grauer Beton sollte dabei sein, dann holen wir uns glatten Sandstein, dann blauer Zement, hellblauer trockener Beton nehmen wir mal heute, dann noch glatter Stein, ne, und davon nochmal die Stufe. Und dann würde ich sagen, für unser Schwimmbad, ne, empfehle ich jetzt einfach mal wie immer türkises Glas, ne, davon halt ein Glasblock wie Scheibe nehmen wir. Und dann sollten wir das auch eigentlich immer durchgehend für unser Schwimmbad benutzen, denn ich denke mal, einheitlich sieht aber am besten aus. Ja, dann fangen wir am besten erstmal an, würde ich mal sagen, mit der hellblaue Keramik, auch wenn das gar nicht so aussieht wie hellblau. Nehmen wir es einfach mal. Jo, wir ziehen uns jetzt erstmal den Grundriss so ein bisschen. Also erstmal die vordere Linie ziehen wir uns erstmal lang. Da setze ich mir jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Keramikblöcke setze ich mir erstmal gerade lang. Und wenn wir die 19 Blöcke langgezogen haben, ziehen wir das Ganze noch in die Höhe. Und zwar auf eine Höhe von insgesamt. Also ich zähle den unteren jetzt mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26. 26 Blöcke hat an sich unser Maß hier. Das machen wir nochmal auf der anderen Seite. Wenn wir dann die andere Seite auch auf 26 Blöcke hochgezogen haben, würde ich sagen, führen wir erstmal die vordere Fläche hier auch einmal aus. Und zwar werden wir von unten nach oben uns arbeiten. Das heißt, wir schnappen uns erstmal unseren grauen Beton und werden uns erstmal unseren Eingang basteln. Das heißt jetzt einfach, wir lassen an der Seite einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Platz. Und dann können wir die Mitte ausschlagen. Denn auf der anderen Seite lassen wir dann auch einfach mal 5 Blöcke noch Platz. So, wenn wir die Mitte dann jetzt hier so ausgeschlagen haben, platzieren wir einfach mal an den Seiten davon jetzt einfach mal 4 graue Betonblöcke. So, dann haben wir davon zweimal solche hingesetzt und in der Mitte mache ich auch nochmal so ein Vierer. Unseren Eingang werden wir, sag ich mal, auf eine Zweierhöhe basteln. Das heißt, wir können jetzt hier noch eine Strebe reinziehen und dann werden wir mal hier dazwischen bei diesen Streben hier auch noch einen weiteren Betonblock uns hier mal platzieren. Danach nehmen wir nochmal unsere hellblaue Keramikwand. Die können wir jetzt hier wirklich mal an den Seiten hier so ein bisschen nachziehen auf die Höhe jetzt von unserem Eingang. Und da werden wir die Keramik noch einen höher setzen als unserem Eingang. Wenn wir dann das erstmal soweit haben, könnte man ja sagen, wer möchte, kann hier schon einfach mal unsere Glasscheiben reinsetzen. Für die Türen würde ich auch einfach mal Glasscheiben nehmen. Da kann man sich dann wieder aussuchen, wie sollen die aufgehen. Nach außen oder halt denn auch nach innen. Da können wir einfach mal machen, eine nach innen, eine nach außen. Ändert sich vielleicht noch, wenn man es einrichtet, aber das kann man sich ja aussuchen. So, dann geht es weiter. Und zwar werden wir jetzt oben jetzt, sage ich mal, über unseren Eingang so eine kleine Tafel uns basteln. Da kann man dann immer irgendwas raufschreiben zu seinem Schwimmbad, ne? Ob irgendein so ein Motto ist oder so. Dann nehmen wir einfach mal unsere glatten Sandsteinblöcke zur Hand und dann machen wir erstmal zwei Ebenen davon hin. Und an der Seite tauschen wir mal unsere Keramik durch grauer Beton einfach mal aus. Das ist so ein bisschen die Halterung für unsere Tafel. Das setzen wir einfach mal hier an der Seite lang und können wir darüber wieder eine Keramikschicht setzen. Weiter geht's dann, dass wir die nächste Tafel uns basteln. Da steht dann natürlich der Name von unserem Schwimmbad drauf. Das heißt jetzt erstmal, wir nehmen mal kurz nochmal grauen Beton zur Hand, denn jetzt müssen wir so ein bisschen die Höhe der Tafel bestimmen. Das heißt einfach mal an der Seite hier schlagen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke weg. Die tauschen wir dann jetzt hier einmal aus durch unseren grauen Beton. Insgesamt halt, wie gesagt, 9 Blöcke. Und die Tafel wollen wir natürlich auch gleich einmal befüllen. Das heißt, erstmal schnappen wir unseren blauen Zement, denn auf der Tafel ist so, sag ich mal, so ein paar Wellen abgebildet. Da machen wir erstmal zwei Ebenen blauer Zement einfach mal unten hin. Und dann machen wir einfach mal ein paar simple Wellen hin, indem wir einfach hier mal so eine Ecke mal drauf basteln. Da lassen wir mal zwei Blöcke Platz und dann machen wir hier gleich hier die nächste Welle hin. Wenn wir darauf dann ein paar Wellen gemacht haben, schnappen wir uns mal unseren hellblauen trockenen Beton. Jetzt können wir, sage ich mal, das dazwischen einmal damit ausfüllen und dann werden wir auch den hellblauen Beton auf die gleiche Höhe, wie unser grauer Beton hier ist, einfach mal hochziehen. Auf unserer Tafel können wir jetzt eine weitere hellblaue Keramikschicht einfach mal platzieren. Und dann haben wir das Schild auch schon so ein bisschen abgeschlossen. Jetzt wollen wir aber schon mal so den Grundstein legen für unsere Schrift. Das heißt, wir machen zwei große Buchstaben rauf, ein C und ein D. Wir beginnen erstmal mit dem C hier auf der linken Seite. Wir lassen einfach mal hier unten von der Welle einen Block Abstand. Setzen dann hier dreimal diesen glatten Stein einfach mal hin und dann könnten wir einfach mal unten zwei weitere Stufen platzieren und oben nochmal zwei weitere Stufen. Das ist dann hier so ein bisschen unser C. Und dann wollen wir noch ein weiteres D platzieren. Das suchen wir uns jetzt einfach mal aus. Hier sage ich mal jetzt hier von der vierten Welle mal so ein bisschen ab. Ne, gucken wir einfach mal hier zu dieser Welle. Und da würde ich sagen, lassen wir unten auch wieder einen Block Abstand und dann setzen wir hier einfach wieder drei Blöcke hin. Und dann würde ich sagen, machen wir hier so ein kleines D einfach mal hin. Das heißt jetzt hier unter unseren Blöcken platzieren wir dann hier zwei Stufen, unten wie oben nochmal und dann setzen wir hier vorne einfach nochmal drei weitere glatten Steinblöcke ran und dann haben wir hier also unser C und unser D ein bisschen platziert. Weiter geht's nun, würde ich mal sagen, dass wir jetzt anfangen unsere Fenster zu platzieren, die sich oben befinden. Das heißt, wir schnappen uns einmal und am besten unsere Glasblöcke zur Hand, denn wir müssen das Ganze ja auch ein bisschen vormarkern. Ich fange jetzt einfach mal hier an der Seite an. Ich schlage jetzt hier erstmal so, sagen wir mal, drei Blöcke hier einfach mal weg. Und dann machen wir an sich jetzt hier drei Glasblöcke hin, lassen einen Block frei, drei Glasblöcke hin, einen freilassen, wieder drei Glasblöcke hin, einen freilassen, drei Glasblöcke hin, einen freilassen und drei Glasblöcke hin. Insgesamt sollten wir jetzt hier fünfmal, dreimal Glasblöcke haben. Wenn es der Fall ist, können wir die jetzt auf eine Höhe von insgesamt drei Blöcke setzen. Und wenn wir die auf drei Blöcke platziert haben, können wir jetzt dazwischen einfach mal immer
grauen Beton einfach mal platzieren. Und wenn wir den dazwischen platziert haben, machen wir den noch einmal oben drauf. Wenn wir dann unsere Fenster so ein bisschen platziert haben, wollen wir dieses Spiel noch einmal machen. Und zwar, wenn wir das hier einfach kopieren und oben nochmal hinsetzen, sollte dann perfekt auch das Maß von 4 Blöcke haben. Ne? Also wäre ja dann auch so, ne, ich sag mal, 3 Blöcke hoch ist ja unser Fenster. Das heißt denn 4 Blöcke an sich, wenn wir das noch einrahmen. Und dann haben wir eigentlich auch das Maß, sag ich mal, beibehalten hier, was wir haben. Wenn wir die zweite Fensterebene uns dann drauf platziert haben, geht es jetzt weiter. Und zwar wollen wir unseren Eingangsbereich auch ein bisschen weiter an den Seiten lang ziehen. Das heißt jetzt einfach mal, dass wir die Fenster oben jetzt erstmal, sag ich mal, umklappen nach hinten weg. Und dann werden wir noch so ein oder zwei weitere Fenster einfach mal ransetzen. Ich habe die eine Seite schon ein bisschen zuvor gebaut, damit man sehen kann, was wir jetzt so ein bisschen machen wollen. Das wollen wir jetzt einfach mal auf der anderen Seite umsetzen. Und zwar sind ja unsere seitlichsten Fenster, sag ich mal, so konstruiert, dass sie auch zur Seite gehen, also hier an der Rückseite zu sehen sind. Da werden wir jetzt einfach mal insgesamt 3 Blöcke jetzt hier so dran platzieren und dann können wir hier an sich unseren Rahmen hier erstmal wieder so befestigen, wie wir den hatten. Ganz unten ist dann einfach wieder unsere blaue Keramik dran. So, und dann kann man das hier auch schon gleich wieder auswählen mit unseren Glasblöcken. Und dann haben wir hier unsere Eckfenster schon mal so ein bisschen parat. Und jetzt würde ich sagen, das reicht mir noch nicht. Ich möchte gerne noch eine zweite Fensterreihe machen. Das heißt, jetzt machen wir hier wieder, sagen wir mal, 1, 2, 3, 4 weitere Blöcke einfach mal ran. Denn unsere Fenster haben ja immer, sag ich mal, das Maß 3x3. Ne? Und dann machen wir hier einfach den Rahmen einfach hier. Ja, dann haben wir hier schon die weiteren Fenster an der Seite uns platziert. Jetzt wollen wir nochmal auf der anderen Seite gucken, denn da werden wir, sage ich mal, ein bisschen weniger uns platzieren. Hier haben wir jetzt an sich 2 weitere Fenster uns hier einfach mal rangesetzt. Und auf der rechten Seite ersparen uns die Arbeit von 2 weiteren Fenstern. Da werden wir nur ein Fenster uns hier einfach mal platzieren. Das untere Fenster, das können wir einfach mal aushöhlen mit hellblauer Keramik, weil da kommt ja dann ein Anbau noch ran. Hier der rechte Anbau kommt dann da ran, da kann man das Fenster nicht sehen. Von daher machen wir hier nur das obere rein. Okay, wenn wir dann erstmal so ein bisschen unsere Fenster hier uns platziert haben, wollen wir jetzt das Gebäude ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Ich fange jetzt einfach mal hier auf der rechten Seite einfach mal an, da wo wir, sage ich mal, hier das eine Fenster zugebaut haben. Ich setze jetzt oben dran noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 weitere Keramikblöcke rein. Kann man hier nochmal gucken, haben wir hier so ein bisschen 13 Blöcke? Jo, haben wir. Okay, wenn wir jetzt hier auf der einen Seite 13 Blöcke uns platziert haben, können wir jetzt hier auf der Rückseite das einfach mal zur Seite wegziehen. Da platzieren wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke einfach mal ran. Insgesamt haben wir denn hier 7 Blöcke. Jetzt wollen wir nochmal 7 Blöcke platzieren, aber das werden wir so ein bisschen nach hinten, sage ich mal, knicken. Einfach mal hier dann so einen Block nach hinten setzen. Und da machen wir dann auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke an sich einfach mal lang. Und das gleiche Spiel machen wir noch einmal. Aber aufgepasst, jetzt machen wir es nicht 7 Blöcke, sondern nur 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke nach hinten einfach mal weg. Knicken wir das einfach mal. Und dann können wir hier bei der letzten Strebe das einfach mal nach vorne verbinden. Sollte auch komplett aufgehen, dass es hier einmal reinpasst. So, jetzt wollen wir das Ganze aber noch ein bisschen nach unten ziehen. Da würde ich mal sagen, da machen wir das Ganze so insgesamt, ja, mal sagen, ich gehe jetzt hier noch 2 weitere Ebenen nach unten, ne, dass wir von unseren Glasfenstern so 3 Blöcke nach unten, sag ich mal, blaue Keramik haben und dann können wir an sich das hier einfach mit nach oben hier einfach mal alles verbinden. Ich mache hier mal einfach mal einen kurzen Cut rein, dann geht das immer am schnellsten. Ja, dann sieht das am Ende so aus, wenn man sich das alles so ein bisschen verbunden hat, nach unten weg. Ne, also haben wir hier unseren Komplex. Sieht natürlich jetzt ein bisschen komisch aus, weil das ja alles in der Luft schwebt, aber ihr dürft nicht vergessen, hier kommen noch die anderen Komplexe ran und dann baut sich das alles so ineinander. Aber das ist ja immer noch nicht fertig. Ihr seht dann so ein bisschen auf dem Boden, ich habe hier so Markierungen gemacht. Das ist an sich, das Gebäude geht dann noch ein bisschen zur Seite weg und verbindet sich mit einem anderen Gebäude, aber da werden wir an sich eigentlich nur das Dach miteinander verbinden. Und von daher wäre es jetzt Quatsch, wenn ich euch das hier, sage ich mal, schon vorbaue, sage ich mal, diese Verbindung für das Dach. Weil das wäre dann Kuddelmuddel, wenn wir, sage ich mal, den nächsten Komplex dann anfangen würden, sage ich mal, uns hier ein bisschen vorzuziehen. Naja, aber jetzt wollen wir erstmal noch hier an den Seiten, sage ich mal, noch ein bisschen was, ja, ein bisschen dicker bauen. Und zwar fangen wir einfach mal links, rechts, ist eigentlich relativ egal. Fangen wir einfach mal an. Ich fange jetzt hier einfach mal auf der linken Seite an. Ich setze mir jetzt hier einfach noch an den Seiten noch, würde ich mal sagen, 4 weitere Blöcke hin. Insgesamt haben wir dann hier 5 Blöcke vorne und die können wir einfach mal an den Seiten hier komplett noch hochziehen.
So, auf der rechten Seite wollen wir es auch noch mal ein bisschen dicker machen. Hier würde ich auch noch sagen, 1, 2, 3, 4 Blöcke noch ransetzen und das dann auch einmal hochziehen. Okay, dann sind wir erstmal so ein bisschen damit durch mit den ganzen Blockmodellen. Jetzt wollen wir noch mal gucken, was noch so ein bisschen in der Kiste auf uns wartet. Aha, zwei Sachen noch. Ja, wir schnappen uns einfach mal noch ein paar Steinstufen raus und Birkenschilder. Ich finde die einfach am besten jetzt dafür. Also du kannst auch gerne andere Schilder nehmen, aber du siehst ja gleich, wofür die sind. Ja, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Steinstufe an. Und zwar habe ich mich jetzt entschieden, sag ich mal, für unsere Schwimmhalle überall das Dach mit Steinstufen hier einfach mal zu setzen. Und da werde ich jetzt, sag ich mal, nicht einfach glatt hier oben dran einfach unser Dach machen. Nee, das sind ja Stufen, die können wir, sag ich mal, hier unten am Block einfach mal befestigen. Und dann können wir hier einfach mal das Dach damit aushöhlen. Dann haben wir schon mal das Dach einfach hier so leicht ausgefüllt mit unseren Stufen. Dann ist das auch schon erstmal so abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, verwenden wir jetzt erstmal unsere Schilder. Und zwar haben wir, sage ich mal, zwei Tafeln. Hier oben werde ich gleich zu kommen mit den Banners und so. Aber hier unten sind so kleinere Schilder, also müssen wir ja mit Schilder nehmen. Da finde ich halt die Birkenschilder am besten, weil es halt einfach ja hier drauf halt nicht so unbedingt so drauf wäre, dass da Schilder drauf sind hier bei der Farbe. Da müssen wir natürlich was draufschreiben. Da kannst du jetzt selber dir was aussuchen oder nimmst das Originale von den Simpsons. Das blende ich dir einmal ein und werde es auch gleich raufschreiben. Also mache ich hier wieder gleich einen Cut. Aber das müsstest du draufschreiben, wenn du Original das haben willst. Ansonsten kannst du auch gerne was anderes draufschreiben. Halt, kannst ja auch was ausdenken halt. So, ich habe es auch mal schnell raufgeschrieben. Ich hatte erst gedacht, ich mache es doch ein bisschen größer auseinander, wie es beim Original ist. Kann ich mal das Bild sehen? So, wie beim Original halt, ne, dass die Schrift so ein bisschen auseinander ist. Aber ach, bei Banners, das sieht immer manchmal nicht so, ich meine nicht bei Banners, ich meine bei Schildern sieht das manchmal nicht so gut aus. Und da habe ich mich doch jetzt mal entschieden, das alles ein bisschen enger zu schreiben. Vielleicht ist es dann auch übersichtlicher. Ne, man kann sich ja austoben, wie man möchte. Man kann natürlich auch das mit Banners draufschreiben, aber ich glaube, das kriegt man nicht so ganz hin von der Länge. Da muss man sich dann doch ein bisschen kürzer fassen. Oder wie gesagt, ihr könnt euch auch was Eigenes dazu ausdenken. Aber ansonsten, das ist hier das Originale, was da dran steht. Ja, ansonsten wollen wir noch, sage ich mal, hier oben bei unserem größeren Schild auch nochmal die Schrift drauf machen. Kriege ich nochmal das Bild zu sehen vom Original. Ah ja, da ist es. Das wollen wir natürlich auch noch einmal draufschreiben. Ja, dann haben wir das auch schon mal drauf von unserem Schwimmbad, der Name. Naja, da kann man sie auch was Eigenes ausdenken, wenn man das komplett ändern will, aber das ist original und das wollen wir natürlich dann auch hier so übernehmen. So, dann haben wir die Banners auch schon mal drauf befestigt, wie beim Original, ne, der Name hier, aber wie gesagt, kannst du auch gerne wieder was deinen eigenen Namen draufschreiben, wenn du das nicht mögen solltest, aber ansonsten muss ich hier immer dazu sagen, wenn wir mit Banners arbeiten, weil einige wissen es ja immer nicht, wie man Buchstaben auf Banners sich craftet. Von daher schau in der Videobeschreibung nach, da ist ein kleines Tutorial von mir verlinkt, wo ich dann zeige von A bis Z, was man da alles auf dem Banner craften kann. Jo, dann würde ich sagen, jetzt sind wir eigentlich für heute auch erstmal durch. Das ist hier der erste Part. Wie gesagt, der nächste Part beginnt dann auf der rechten Seite, dass wir diesen riesigen Komplex hier einfach mal ransetzen. Und dann kommt im dritten Part der linke Teil. Und das alles findest du immer verlinkt in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, blub, stelle ich mich hier vorne safety hin. Wir sehen uns dann zum nächsten Teil wieder. Also haust rein. Und tschüss.